Gut. Weißt du, müsstest inzwischen wieder in deinem Zimmer sein, oder? Ah, hallo. Mann, das hat wirklich Spaß gemacht vorhin, oder? Du wirst sehen, in Silberhain macht alles so viel Spaß. Niemand hat hier Hunger und alle Menschen sind nett zueinander. Wenn du willst, könntest du doch hier bleiben. Papa und die anderen würden dir sicherlich helfen, ein kleines Häuschen zu bauen. Und dann könnten wir jeden Tag was miteinander machen. Es ist leider nicht möglich. Oh, ich verstehe. Naja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, was ich mir als nächstes von dir wünschen werde. Willst du es hören? Ja. Also, du weißt ja schon, dass ich Schmetterlinge sammle, um sie abmalen zu können. Ich habe fast jede Sorte, die hier im Tal herumflattert. Bis auf eine. Nämlich den Mondscheinfalter. Und mein Wunsch ist es, dass wir zu zweit genau solche suchen gehen. Sie sind unglaublich schön. Ihre Flügel sind schwarz und blau und schimmern im Sonnenlicht wie Meereskristalle. Aber leider sind sie auch sehr klein, weshalb man sie nur sehr schwer mit den Augen sehen kann. Aber Malfas sei Dank kenne ich da einen kleinen Trick. Ganz einfach. Man muss mit Augen und Ohren zusammensuchen. Mondscheinfalter haben ein ganz komisches Brummen, wenn sie herumflattern. Es ist schwer zu beschreiben, aber wenn du die Augen ein Stück zumachst und ganz angestrengt lauschst, wirst du sie erkennen können. Und wenn du einen gefunden hast, musst du ihn ganz vorsichtig einfangen und in eines der Gläser stecken. Ich gebe dir mal 15 mit, aber wenn du 7 Schmetterlinge findest, ist das auch schon genug. Ja, am besten suchst du auf der Mondscheinwiese. Du hast doch so eine Karte, oder? Ich zeichne sie dir schnell ein, die Wiese. So. Und ich bleib hier in Silberhain. Treffen wir uns einfach vor der Schenke zum schweigenden Mond wieder. Also, viel Erfolg. Ich freue mich. Gut. Die Mondscheinwiese. Boah. Jetzt ist ja noch alles. Zack, Mondscheinfalter. 2 Mondscheinfalter. Da ist noch ein Mondscheinfalter. Da sehe ich nur einen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Das ist nur eine Ente. Da! Ich habe ihn noch gerade gesehen. Wir haben gesagt, die machen so ein ganz komisches Geräusch. Komm, ich fang noch ein paar. Nicht nur ein paar. Da. Bereits 8 gefangen. Da ist noch einer. Zack, 9 gefangen. Da. Zehn gefangen.
Da, Mondscheinfalter. Da ist noch einer. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich bekomme ihn. Nein. Da, gefangen. Gut, gut. Ab zu dir. Ah, da bist du ja. Und, hast du schon genügend gefunden? Oder willst du noch weitersuchen? Ja, das ist großartig. Danke dir, wirklich. Ohne dich hätte ich niemals so viele gefunden. Das hat doch wirklich Spaß gemacht, oder? Ich nehme Lebensenergie. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Ich werde die Gläser schnell heimbringen. Komm nachher wieder. Unus für seinen letzten Wunsch aufsuchen. Ah ja. Dann suchen wir ihn mal auf. Hey, schön dich zu sehen. Bist du bereit für den letzten Wunsch? Ich denke, er wird dir sehr gefallen. Zumindest hoffe ich's. Ich bin bereit. Das werde ich dir gleich erzählen. Aber erst will ich dir etwas zeigen. Eine kleine Überraschung. Ich habe sie hinten in die Höhle beim Weiher getan. Geh du vor. Mal fast zum Gruß. Dann lass mal zu dieser Höhle latschen. Hier einen Radenturm in der Nähe. So, da hinten ist der Eingang. Hier, damit kannst du die alte Tür öffnen. Ja, aber ich habe hier noch Malachit-Erz gefunden. So, die Ader ist ausgeschöpft. Ruinenschlüssel. Was ich jetzt schon für ein paar Schlüssel habe, das ist schon echt nicht wenig. Toll hier drin, oder? Schau dich ruhig um. Ich habe hier schon ganz viele Sachen gefunden. Wow. Silbererz. Silberbahn. Schade.
Hä? Was muss ich denn jetzt machen? Einmal hier komplett mal durchlatschen. Mal gucken, ob wir hier irgendwas Schickes finden. So. Tada! Das ist die Überraschung, die ich dir versprochen habe. Erkennst du es? Das sind wir hier am Strand in Silberhain, da wo wir die Sternlingskugel getestet haben. Und was sagst du? Gefällt es dir? Na, ich natürlich. Wer denn sonst? Es ist doch richtig schön geworden, oder? Also sag, wie findest du es? Ja, ich hatte gedacht, dass es dir gefallen würde, aber ich war mir nicht sicher. Danke, das bedeutet mir wirklich sehr viel. Darf ich dir jetzt meinen letzten Wunsch sagen? Wenn du mir den erfüllst, dann gebe ich dir den Stein, wie wir es abgemacht haben, ja? Oh, verflucht, das ist so schwer. Mein letzter Wunsch ist das... dass du bei uns bleibst. Ich wünsche mir, dass du bleibst und Teil unserer Familie wirst. Du könntest sicherlich bei uns einziehen. Wir haben noch mehr als ein Zimmer frei. Und dann könnten wir jeden Tag zusammenspielen. Und abends würden wir dann mit Papa was Schönes essen. So als wären wir Geschwister. Das wäre doch so schön, oder? Bitte sag, dass es schön wäre. Aber warum? Ich verstehe das einfach nicht. Hier ist es doch so viel schöner als sonst wo. Niemand hat hier Hunger, niemand ist hier jemals krank und es gibt nie Regen oder Wolken. Was gibt es denn in dieser doofen Stadt, zu dem du unbedingt zurück musst? Die Welt da draußen, die ist doch so grausam, so kalt. Oder bin ich es? Ich bin es doch, oder? Ich bin ein schlechter Bruder und meine Spiele waren alle dumm und langweilig. Aber ich werde mich bessern, ich schwöre es. Ich will nur nicht, dass du wieder gehst. Bitte nicht, bitte. Ohne dich bin ich so alleine und ich will nicht mehr alleine sein. Bitte, bleib. Doch, das bin ich. Es gibt da was ich dir sagen muss. Aber ich habe so viel Angst davor, es dir zu erzählen. Du wirst mich dann hassen, so wie all die anderen. Es ist so schwer zu erklären. Ich wollte nie, dass sie hier gefangen sind. Das musst du mir glauben. Aber es war der einzige Weg zu machen, dass sie mich lieben. Verstehst du? Sie waren früher immer so gemein zu mir, weißt du, obwohl ich ihnen nie etwas getan habe. Immer wenn Papa mich auf die Straße mitgenommen hat, haben sie mir Sachen hinterhergerufen. Missgeburt, Dämon und sowas. Nur Papa hat mich geliebt und gepflegt, obwohl ich so krank war. Verstehst du? All die Leute haben mich gehasst und das nur, weil ich diese Boppel im Gesicht hatte und mein linkes Bein wie ein Klumpen war. Aber dafür konnte ich doch nichts. Ich wollte nie so aussehen. Nein, bin ich nicht. Ich muss es dir erzählen, sonst verstehst du nicht. Das Ganze hier, es hat alles angefangen, als die alte Frau gestorben ist. Alte Frau? Ja,
Sie ist eines Tages einfach umgefallen und war tot. Gleich vor unserem Haus. Ihr Herz hat einfach aufgehört zu schlagen, hat Papa gesagt. Aber die anderen haben gesagt, dass es alles meine Schuld war. Dass ich die alte Frau mit Wildmagie umgebracht hätte, weil ich ein wegeloser Dämon bin und sie alle töten wolle. Aber das wollte ich doch nie. Ich wollte niemals jemandem wehtun oder jemanden töten. Das haben sie nur gesagt, weil sie mich gehasst haben. Nein, nein, nichts ist gut, überhaupt nichts. 2 Tage nachdem das passiert ist, sind sie dann gekommen. Es war schon dunkel und Papa und ich haben schon geschlafen. Und plötzlich waren sie in meinem Zimmer und haben mich aus dem Bett ziehen wollen. Ich habe geschrien und geweint und dann ist Papa reingekommen und hat auch angefangen zu schreien und einen von den Männern ins Gesicht gehauen. Und dann hat die Frau vom Händler ein Messer aus der Tasche gezogen und... Ja, ich glaube nicht, dass sie gewusst hat, was sie tat. Aber sie hat ihm das Messer in den Bauch gestochen, immer und immer wieder, so dass überall Blut hingespritzt hat. Dann haben sie alle angefangen, wieder zu schreien und sich so komisch angeschaut und sind weggerannt. Okay. Verstehst du? Sie sind einfach weggerannt. Sie haben mich und Papa da einfach liegen lassen und ich konnte nichts machen, weil ich nicht mal laufen konnte mit meinem Bein. Ich hatte solche Angst, Schwester. Solche Angst. Was? Ja, siehst du die Kette? Da ist der Stein drin. Papa hat gesagt, die hatte ich schon um, als er mich gefunden hat. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht gesagt habe, aber ich hatte Angst, wenn ich dir sage, wo der Stein ist, würdest du ihn einfach nehmen und gehen. Er hat gesagt, dass er machen kann, dass alles besser wird. Dass ich machen könnte, dass Papa nicht stirbt und dass alle meine Wünsche Wahrheit werden würden, wenn ich es nur genug will. Ich könnte machen, dass ich laufen kann, so wie die anderen. Und dass mich alle anderen lieb haben, so als wenn ich normal wäre. Und dann? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Was wohl? Ich hab ja gesagt. Dann ist plötzlich alles schwarz geworden und es hat in meinem Bauch gekitzelt. Als ich dann die Augen wieder aufgemacht habe, war alles ganz anders. Es war wieder Tag und mein Zimmer war schön und hell und überall waren Spielzeuge. Und auch Papa hat nicht mehr geblutet, sondern über mir gestanden und mich angelächelt. Er hat dann gesagt, dass ich schlecht geträumt habe und in den Spiegel gucken soll. Und als ich das gemacht habe, habe ich gesehen, dass ich tatsächlich normal aussah. Wie die anderen Kinder. Normal. Es ist eine... Nein. Und ja, es ist die normale Welt, aber anders. Sie ist so, wie ich will, dass sie ist. Ja, ich glaube, dass der Stein machen kann, dass alle Menschen um mich die Welt so sehen, wie ich will, dass sie sie sehen. Und dass sie das tun, was ich mir wünsche, noch bevor ich es selbst weiß. Und am Anfang war ich so glücklich, weißt du. Alles war so schön. Es gab jeden Abend Dattelplätzchen und jeder hat mich geliebt. Sogar die anderen Kinder wollten jetzt alle mit mir spielen, weil ich ja normal war und die Boppel nicht mehr hatte. Es war so schön. Okay. Und jetzt ist es nicht mehr schön? Ja, es ist so, als wenn man Jahr um Karneval feiern würde. Nein, weil ich gemerkt habe, dass jeder immer nur das tut, was ich will. Wenn ich mit Gaius Fangen spiele, dann ist das eigentlich nicht er, sondern ich, verstehst du? Er ist wie eine Puppe. Und jeder, der zu uns ins Dorf kommt, wird so, ohne dass ich was dagegen tun kann. Nur du nicht. Du bist anders, das habe ich gespürt, als Gummack dich durchs Tor gelassen hat. Du siehst zwar alles so wie die anderen, aber du tust das, was du willst und nicht das, was ich will. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich dich anschaue, dann ist das so, als ob du nicht da wärst.
Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist so. Mhm. Nein, nein, das kann ich nicht. Und das werde ich nicht. Der Stein hat mir mal gesagt, was dann passiert. Alle werden sterben, weil sie so lange nichts Echtes mehr gegessen und getrunken haben. Nur ich, meine Gedanken machen, dass hier jeder so gesund ist. Verstehst du? Und selbst wenn es anders wäre, ich will nicht zurück daraus, nie wieder. Alle hassen mich da, weil ich so schlimm aussehe. Alle. Das ist es ja auch, warum du hier bleiben musst. Zu zweit könnten wir es hier so schön haben und ich wäre endlich nicht mehr alleine. Bitte, ich flehe dich an. Das ist mein dritter Wunsch und du hast mir versprochen, dass du sie mir alle drei erfüllst. Du hast es mir versprochen. Ich kann nicht. Nein, gibt es nicht. Wir alle würden sterben, wenn ich die Welt kaputt mache. Auch du und ich, das hat der Stein mir gesagt. Du musst bleiben. Warum glaubst du mir denn nicht? Der Stein hat gesagt, dass es nicht geht. Und selbst wenn, dann würde ich es nicht tun. Und weißt du auch warum? Weil du mich da draußen alleine lassen würdest, wie die anderen auch. Du würdest mein Gesicht sehen, die Boppel, mein Bein, und dann würdest du auf mich spucken und weglaufen. Ich weiß es einfach, so ist es immer gewesen da draußen, immer. Und ich kann das nicht mehr ertragen, verstehst du? Ich kann es einfach nicht mehr. Das sagst du jetzt. Aber woher soll ich es denn wissen? Woher soll ich wissen, dass du nicht wegrennst, wenn du siehst, wie ich wirklich bin? Sag es mir. Ups, da habe ich kurz mein Mikrofon ausgesteckt. Vertrauen. Aber ich... Vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du wirklich recht. Du warst immer so nett zu mir, von Anfang an. Aber was ist, wenn der Stein recht hat und wir wirklich alle sterben? Wir wissen nicht, was passiert, wenn ich dem Stein sage, dass er die Welt auflösen soll. Und ich habe solche Angst. Um dich. Mir wird nichts passieren. Ja, ja. Wahrscheinlich hast du recht. Also, ich... Warte, was ist das? Hier stimmt irgendetwas nicht. Mir ist plötzlich so schwummrig.